Mein Name ist Dr. Global und mal sehen, was Patient Peter mal wieder zamfantasiert hat. Videoplay. Wie sollte die Sonne solch einen Hotspot wie hier auf die Wolkendecke der Erde bringen oder erzeugen, wenn doch die Sonne so viel größer als die Erde sein soll, laut Wissenschaft? Das heißt, der gesamte Durchmesser der Sonne sollte doch die Erde so bedecken, wie hier im Bild zu sehen. Sieht man in jedem Schulheft die Tag- und Nachtgleiche der Erde wegen der Sonne. Also wie kann dann solch ein Hotspot entstehen? Erstens, die Sonne in deinen Aufnahmen steht hier in der Perspektive kurz nach Aufgang, was es so aussehen lässt, als sei sie auf einer Höhe mit deiner Kamera. Zweitens, dieser Hotspot ist lediglich die Stelle der reflektierenden Wolkenoberfläche, welche aufgrund des Winkels zu deiner Kamera das meiste Licht reflektiert. Wenn das selbst testen willst, nimm einen Softbox-Strahler welche und häng ihn über ein Wasserbecken in derselben Größe wie die Softbox und schau dann seitlich auf die Wasseroberfläche. Hier findest du denselben Hotspot an Lichtreflexion auf dem Wasser, obwohl ja das Licht gleichmäßig auf die gesamte Wasseroberfläche trifft. Geh lieber arbeiten, anstatt dir deine Verschwörungstheorien aus der Nase zu ziehen. Ja, richtig erraten, auch dieser Kommentar wurde von der sogenannten Wahrheit wegzensiert. Danke fürs Anschauen.